Er hat schon mal gesagt, er möchte wieder Kontakt mit mir. Aber ich sag dir, nie wieder. Mit dir nicht mehr. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frohes Hallo. Neues wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Hoffentlich wird es besser als letztes Jahr. Hoffe ich auch. Beziehungsweise vorletztes Jahr. Wir haben uns in Osnabrück kennengelernt. Richtig. Und dürfen wir das Video im Internet veröffentlichen? Dürfen Sie. Dankeschön. Stellen Sie sich bitte vor, wie heißen Sie, wie alt sind Sie? Also meinen Namen möchte ich nicht nennen, aber es kennen mich ganz, ganz viele Leute hier in Osnabrück, alleine durch meine Arbeitsstellen, dann durch meine 2,5-monatige Obdachlosigkeit. Ja, und mein Alter nächste Woche Dienstag 49. Wie haben Sie vor, Ihr Geburtstag zu feiern? Möchten Sie jemanden einladen? Bei mir in der Wohnung mit Sicherheit nicht. Es ist hellhörig. Ich habe neue Nachbarn. Meine neuen Nachbarn beschweren sich für jedes bisschen. Aber ich weiß, wo ich feiern kann. Klar. Wie haben Sie Weihnachten verbracht? Alleine. Alleine? Auf der Straße? Nein. Ich habe seit letzten Februar wieder eine Wohnung. Seit letztes Jahr Februar? Ja, also jetzt jährt sich das, ne? Bitte? Jetzt, also es wird jetzt ein Jahr im Februar. Ah, jetzt wird ein Jahr, ja. Und Silvester, was haben Sie Silvester gemacht? Also ich hatte noch, kurz vor Silvester hatte ich noch Besuch. Silvester habe ich mir derbe eingebrannt, habe mir auch Musik gehört. Gut, Silvester geht das. Ja, Neujahr ausgenüchtert, so habe ich Silvester verbracht. Erzählen Sie uns bitte über Ihr Leben. Ja, was soll ich da großartig erzählen? Also November 2018 bin ich obdachlos geworden. Dadurch, dass mein Ex-Vermieter mich gekündigt hat wegen Eigenbedarf. Ja, und der ist auch damit durchgekommen. Also es ging auch vor Gericht, aber er konnte nachweisen, dass er die Wohnung für sich bzw. seine Familie selber braucht. Ja, und da blieb mir nichts anderes übrig, als auszuziehen. Dadurch habe ich ganz, ganz viel verloren, weil ich in einem gewissen Zeitraum keine neue Wohnung gekriegt habe. Das heißt, sprich persönliche Dinge, meine Möbel, dies und das. Einiges ist mir durch die Stadt Osnabrück ersetzt worden. Alles konnte ich mir von dem wenigen Geld nicht kaufen. Aber das Schlimmste, was ich verloren habe, sind meine beiden Katzen. Und darüber bin ich bis heute immer noch nicht weg. Wo sind die denn jetzt? Ja, die sind durch mehrere Hände gegangen. Einer ist angeblich noch untergebracht, der andere ist im Tierheim gelandet. Aber in meiner neuen Wohnung darf ich die auch nicht halten. Sie haben die Katzen verloren, weil Sie die nicht in der neuen Wohnung halten durften? Nein, ich war 2,5 Monate obdachlos. Das heißt, ich war im Obdachlosenheim. Okay. Und die Katzen wurden dann... Haben Sie selber die Katzen abgegeben oder hat die jemand weggenommen? Ich habe erst gedacht, in gute Hände. Über Bekannte, wieder Bekannte, erst in gute Hände. Dann waren sie auch 3 Monate untergebracht. Dann hat sich herausgestellt, derjenige wurde nicht mit den Tieren fertig. Ja, also die haben sich auch stellenweise gebissen. Aber habe ich von vornherein gesagt. Und ihm wurde das zu viel und dann sind sie weitervermittelt worden. Dann waren sie beide kurze Zeit an einer Stelle. Einen haben sie angeblich behalten, der andere musste ins Tierheim, wegen der Beißerei. Aha. Hatten Sie einen aggressiven Kater gehabt? 2 aggressive Kater. Also die haben sich oft gekäbbelt, aber ich meine, das sind Tiere, ja? Ah, okay. Das ging meistens um Futter oder um Zuneigung. Aber ansonsten waren das ganz, ganz liebe Tiere. Die vermisse ich am meisten. Und Ihre Kindheit, wie war die? Ihr Elternhaus? Schlecht. Schlecht. Also, mein Vater war Alkoholiker. Heute bin ich selber auch Alkoholiker. Meine Mutter war hinterher verbittert. Ja. Und ich war das einzige Mädchen und sie hat mir die Schuld an der Trennung mit meinem Vater gegeben und dementsprechend hat sie mich behandelt. Also, wie soll meine Kindheit gewesen sein? Wie hat das ausgesehen, dass dieses Schuldgeben an Sie? Ja, indem sie mir alles Mögliche verboten hat. Warum sollst du es besser haben wie ich? Mit 16 hat sie mir gesagt, ich wünsche, du wärst niemals geboren. Und solche Geschichten. Hat Ihnen Ihre eigene Mutter gesagt? Ja, ja. Ich war auch ein paar Mal von zu Hause abgehauen. Aber dann hat sie mich mit der Polizei suchen lassen und im Endeffekt war ich wieder zu Hause. Das damalige Jugendamt hat mir nicht geholfen, muss ich sagen. Das heute natürlich besser organisiert ist, ja? Ihre Mutter, lebt sie noch? Nein. Ich meine, ich habe den zwar nicht, meinen Eltern nicht den Tod gewünscht, aber fehlen tun sie mir auch nicht. Das ist hart. Das ist aber so. Mhm. Mein Vater war ein Trinker, war ein Schläger. Während ich friedlich bleibe, wenn ich trinke, ich werde höchstens mal lustig,
Vielleicht fange ich auch mal an zu heulen, aber das war es auch. Aber er wurde aggressiv, war ein Schläger. Ja. Ich war sein Lieblingskind, weil ich das einzigste Mädchen war. Dementsprechend hat meine Mutter mir die Schuld gegeben, weil er sie immer geprügelt hat, ja? Und ich war der Liebling von meinem Vater. Mit wie viel Jahren? Sie haben ja in der Kindheit das Ganze gesehen. Ja. Und den ganzen Leid in der Familie auch mitbekommen. Warum haben Sie angefangen zu trinken? Wie kam das dazu? Ja, ganz einfach. Also ich bin früh von zu Hause ausgebrochen, aus den Gründen. Dann wird Alkoholsucht, sagt man, zum einen vererbt, die Gene, zum anderen wird es abgeguckt. Dann haben wir, ich habe 4 Geschwister verloren, 2 auf mysteriöse Art und Weise, darunter mein Lieblingsbruder, und da war es ganz vorbei. Und da habe ich mir dermaßen die Kante gegeben, dass ich das erste Mal nach seinem Tod innerhalb von 4 Wochen in der Klinik gelandet bin. Und ab da war ich abhängig. Wie alt waren Sie da, wo es richtig losging? Boah, das war, also ich kann nur sagen, das war 2003. Und auf welche Art und Weise mysteriöse, was genau meinen Sie? Ja, es gab da, wo ich gewohnt habe, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme, war eine Mordserie. Da ist erst ein Mädchen umgebracht worden. 3 Monate später ist einer meiner Brüder ums Leben gekommen. Es gab dieselben Hinweise auf dieselben Täter wie bei dem Mädchen. Ja, also die ganzen Indizien sprachen dafür. Stand auch monatelang in allen Zeitungen. Kripo war bei uns und haben sie nicht gesehen. Wieder 3 Monate später war der nächste umgebracht worden. Das zog sich dann hin über ein halben Jahr oder dreiviertel Jahr. Ich war damals selber noch Kind, ich war noch klein. Und ja, was soll ich sagen? In welcher Stadt ist das denn passiert? Das ist in der Grafschaft Bentheim passiert. Wo genau, möchte ich nicht sagen, weil ich möchte nicht, dass das alle Leute jetzt erfahren. Okay. Ja, weil wegen der Erkennung, ne? Mhm. Aber es ist wirklich wahr. Das kann ich ihm wohl persönlich sagen, wenn die Kamera aus ist, aber möchte ich so nicht sagen. Und mein anderer Bruder, das war wahrscheinlich eine Beziehungstat, der 2003 gestorben ist. Seine Frau hat einen neuen Lover gehabt, der war an dem Abend auch zu Hause. Tja, und mein Bruder war am nächsten Morgen tot. War auch wieder die Kripo im Spiel. Und dann die anderen 2, die ich verloren habe, sind durch Krankheit gestorben. Meinen Neffen habe ich 2016 durch einen Gehirntumor verloren. Gehirntumor inoperabel. Mit 20 Jahren. Tja, so ist mein Leben. Haben Sie noch lebende Geschwister? 2. Kontakt mit denen? Mit meinem älteren Bruder sporadisch, mit meinem jüngeren Bruder. Der zieht ja sämtliche Leute vor Gericht. Der hat mich auch schon mal vor Gericht gezogen. Nie wieder. Was ist das für ein Bruder? Warum zieht er Sie vor Gericht? Wegen Lappalien. Wegen Lappalien. Lappalien, geringfügige Sachen. Sogar die Richterin hat gesagt, er sollte sich schämen. Er hat natürlich den Prozess verloren. Er hat seine Stieftochter vor Gericht gezogen, er hat mich vor Gericht gezogen, er hat meinen älteren Bruder vor Gericht gezogen. Wegen nichts und wieder nichts. Weil der kann nur mit Gerichten antworten. Und das macht man in der eigenen Familie nicht. Also Sie müssen ja einen Brief bekommen haben von den Richter. Ja. Und was steht dann sowas drin? Was steht da drin? Sie werden wegen... Also er hatte mich damals mal kurzfristig aufgenommen, weil ich abgehauen war aus Osnabrück. Ja. Weil ich damals einen Typen am Hals hatte, der mich ständig geprügelt hat, sogar krankenhausreif geschlagen hat. Dann bin ich abgehauen in meine alte Heimat. Mhm. Dann habe ich ich hatte hier eine gute Arbeitsstelle gehabt, hatte auch gut verdient, brauchte natürlich auch keine Miete mehr bezahlen, weil ich meinen Mietvertrag aufgelöst habe. Ja, und dann habe ich ihm Geld geliehen für sein Haus, weil seine Frau das so mit den Händen ausgegeben hatte und er brauchte noch Geld, um ein paar Raten abzubezahlen. Und als ich das Geld zurückhaben wollte, hat er mich vor die Tür gesetzt. Na, vielen Dank. Und so bin ich langsam abgerutscht. Das erste Mal kurzfristig in der Obdachlosigkeit, dann monatelang im Frauenhaus, dann bin ich wieder abgehauen nach Osnabrück. Dann war ich kurze Zeit wieder obdachlos, habe ich aber ganz schnell eine Wohnung gefunden, so wie ich jetzt dieses Jahr auch sehr schnell eine Wohnung gefunden habe. Mhm. Weil ich kann, wenn ich will. Und ich kann auch sprechen. Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht genau verstanden. Und aus welchem Grund hat er Sie vor Gericht gezogen? Was stand da im Brief? Und zwar, ich habe natürlich meine Sachen aus meiner Wohnung geräumt. Und die standen bei ihm in der Garage. Er hat ja auch noch einen Carport gehabt. Ach so. Und er hat sich bei mir Geld geliehen. Mehrere 100 €. Er wollte sie mir nicht zurückbezahlen. Und da hat er mir nur immer per SMS geschrieben, hol dein Müll ab, sonst... Anzeige.
sonst stelle ich sie auf den Sperrmüll. Mhm. So, und das habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen und da ging die ganze Sache vor Gericht. Mhm. Wenn Ihr Bruder sie jetzt gut sehen möglich. Würde, seine möchten Frau Sie ihm was ausrichten? Er hat schon mal gesagt, er möchte wieder Kontakt mit mir. Aber ich sag dir, nie wieder, mit dir nicht mehr. Und das, was ich von unserem Ältesten gehört habe, dass du ihn auch noch vor Gericht gezogen hast, es reicht. Okay, ich wünsche Ihnen aber trotzdem, dass Sie sich zusammen vertragen und dass vielleicht Ihr Bruder den ersten Schritt macht. Vielleicht Sie müssen Er Sie hat schon mal versucht, ja, aber... Sie nehmen keine Entschuldigung an. Doch, aber es gibt gewisse Dinge, die kann man einfach nicht vergessen, weil für mich hing da viel von ab. Und Frauenhaus ist kein Honigstecken. Wissen Sie, wie Frauen untereinander aufeinander draufgehen? Vor allen Dingen, wenn sie aus verschiedenen Kulturen kommen. Erleben Sie das mal. Was haben Sie erlebt dort? Naja, also am Anfang war es gut, war mal eine gute Truppe gewesen. Dann haben die anderen nach und nach eine Wohnung gekriegt. Ich habe es schwieriger gehabt, weil meine Schwägerin hat mich überall schlecht gemacht. Sie hat immer schön im Internet geguckt, die hat in der Zeitung geguckt, vorab gemeldet, hat gesagt, wenn die und die sich meldet, bloß nicht nimm. Ja, da habe ich richtig Schwierigkeiten gehabt, eine Wohnung zu kriegen. Ja, und dann kam da eine, die kam aus Syrien und die hat sich ständig mit mir angelegt, aber ich habe zurückgeschossen und da hat sie zu mir gesagt, so, ab jetzt hast du Krieg. Und das hat sie auch gemacht. Dann haben wir natürlich Hausdienst gehabt, das heißt, da musste immer einer im Haus bleiben, wir haben ja keinen eigenen Schlüssel gehabt. Und dann hat sie richtig Klingelterror gemacht. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt, die Tür aufzumachen. Da habe ich natürlich von der Leitung hinterher einen auf den Deckel gekriegt. Also solche Geschichten, ja. Oder wenn Schlafenszeit war, direkt vor meiner Schlafzimmertür mit dem Staubsauger, damit sie mich ja stört, solche Klamotten. Und ständig verbal angegriffen, ne? Also körperlich nicht. Aber es war Stress pur. Einfach was nicht. Welche Ziele haben Sie für die Zukunft? Naja, also ich habe jetzt vor kurzem mit dem Arbeitsamt gesprochen. Die wollen mich jetzt in eine Stelle vermitteln. Ja, und super. Es wird mich freuen, wenn das klappt. Weil ich kann arbeiten. Und das wissen viele Leute auch. Und ich war nicht immer obdachlos. Ich bin auch jetzt nicht obdachlos. Ich habe auch schon gute Arbeitsstellen gehabt und ich habe auch im Leben was gelernt. Ich habe eine gute Schule gemacht. Haben Sie auch Ausbildung? Nicht ganz beendet, aber ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Also von daher. Warum haben Sie Ihre Ausbildung nicht ganz beendet? Wegen meiner Tochter. Ah, Sie haben Kinder? Ja, zwei. Und meine Tochter ist damals verhaltensauffällig geworden. Das war eine Ganztagsstelle. Und da hat das Jugendamt gehabt, gesagt, ich sollte nur halbtags arbeiten. Das hat die Firma nicht mitgemacht. Da habe ich mich für meine Tochter entschieden. Die war damals noch klein. Die war damals erst 6 oder 7 Jahre alt. Haben Sie Kontakt zu Ihren Kindern? Im Moment nicht. Meine Tochter hat einen drogensüchtigen Freund, der regelmäßig ausrastet. Und mein Sohn lebt ganz, ganz weit weg von hier, also in Süddeutschland. Ja? Wie alt sind Ihre Kinder? 30 und 26. Wenn Sie möchten, können Sie was an Ihre Kinder ausrichten. Die werden das sicherlich sehen. Das kann sein. Also wenn ihr mich seht, ich wünschte mir, es könnte sich wieder einrenken und wir könnten darüber reden. Mehr möchte ich vor der Kamera nicht sagen. Zumindest mal reden, ja? Ich wünsche Ihnen alles, dass es alles gut wird, wieder mit Ihren Kindern. Okay. Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste im Leben? Dass man nicht aufgibt. Dass man nicht aufgibt. Wenn Sie eines Tages vor Gott stehen werden, was werden Sie ihm sagen? Ich glaube an Gott. Ich bin streng katholisch erzogen worden. Ich bin zwar nicht mehr in der Kirche drin, aber ich bin ganz eng mit dem Glauben verbunden. Also von daher, ich weiß, dass er mich richten wird. Aber ich hoffe, der versteht das auch und der weiß auch, dass wir Fehler haben, wir Menschen, ja? Wollen Sie etwas an die jungen Leute, die vielleicht jetzt die Erfahrung mit negativer Erfahrung mit Alkohol gemacht haben und das mal probieren und denken, dass es nicht schlimm sei? Das ist vielleicht am Anfang nicht schlimm. Das ist am Anfang auch erlösend und schön. Aber das Wichtigste ist, immer wieder hochzukommen, aufzustehen. Ich bin im Moment ja auch nicht alkoholisiert. Will ich auch im Moment nicht. Weil ich bin genug mit dem Scheißzeug auf die Schnauze gefallen. Und das kann ich euch nur weitergeben, weil es wird schlimmer, umso öfter man konsumiert. Ich danke fürs Interview.
wünschen alles, alles Gute. Ihnen auch. Und allen anderen, die das sehen, wünsche ich auch alles Gute. Und Kopf hoch, nicht aufgeben. Und selbst wenn ihr fallt, steht wieder auf. Ich stehe auch immer wieder auf. Ich wünsche dir auf, Männchen. Und das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Kopf hoch, nicht aufgeben. Und selbst wenn ihr fallt, steht ihr wieder auf.